Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift vielleicht schon gelesen habt, geht es heute um die Glossy Box, die in diesem Design diesmal hier daherkommt. Richtig schön gemacht, so ein Strickmuster und auch hier hinten so ein Herz mit drauf und gefällt mir von der Verpackung her schon mal mega gut. Dann wenn wir das Ganze aufmachen, sieht das hier so aus. Diesmal ist nicht so ein Band dabei, sondern so eine Kordel. Und es ist die Cold Days Warm Hearts Box. Und die schaut halt auch richtig schön aus, hier auch mit so einem blauen Papier. Der Sticker hier hat auch nochmal dieses Herz, was auch auf der Verpackung hier außen drauf ist. Richtig schön gemacht, finde ich. Und als erstes haben wir hier von Botanicals, von L'Oreal, eine Camelina Seidigkeitsritual bändigende Haarcreme für widerspenstiges Haar. Botanische Mixtur ohne Ausspülen mit Camelinaöl eingebettet in einer Creme, um das Haar zu glätten und zu bändigen. Okay. Verteilen Sie eine haselnussgroße Portion in Ihren Haarlängen vor den Bürsten, um die Haare intensiv zu entwirren und zu glätten, jederzeit zwischendurch, um krauses, frissiges Haar zu bändigen. Also kann man auf jeden Fall auf trockenem Haar anwenden. Ist praktisch so eine Creme, die man sich einfach reingibt, um einfach die Haare schöner und geschmeidiger aussehen zu lassen. Dann denke ich mal, das wird ein Goodie sein, und zwar von TT Sepp. Mandelmilch Pflaume, das habe ich im Original schon da. Dann haben wir hier einen Blush drin. Ja, ein Freematic Blush von Douce. Ich weiß nicht genau, wie man die Marke ausspricht. Und zwar ist es die Farbe Dubai Coast 59. Und das Ganze kommt hier in so einer kleinen Pappverpackung, die auch nochmal so mit Samt umzogen ist, rein. Und das ist praktisch der passende zweite Blushton für die Palette, die ja in der letzten Box schon dabei war. Ja, hier habe ich auch nochmal das kleine Case, was in meiner letzten Glossy Box dabei war. Und auch der Blushton, der hier drin ist, gefällt mir richtig gut. Der sieht ja so aus und den trage ich auch heute. Und wenn man hier diese Schutzkappe abnimmt, dann kann man den hier reintun und ja, man hat dann den zweiten Blush drin. Und ich sehe gerade, der hat so einen Goldschimmer drin. Ich swatch den jetzt einmal. Also der sieht so aus. Also den Schimmer sieht man eigentlich fast gar nicht. Ist ja ein sehr schöner Ton. Ja, doch so ganz, ganz leicht sieht man so diesen goldenen Unterton. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und bin ich mal gespannt, wie der mit dem Pinsel aufgetragen auf den Wangen ist. Also schaut richtig, richtig schön aus schon mal. Dann haben wir hier von Nutraskin Silk and Smooth Concealer mit Tee-Extrakten mit 3 Farbkomponenten zum Anmischen. So sieht das Ganze dann von innen aus und ja, es sind 3 verschiedene Farben, einmal ganz hell, mittel und dunkel und die muss man sich anmischen. Ja, mag ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte eigentlich schon einen farbigen Concealer oder auch Foundation haben, die gleich passt. Ich bin nicht so der Anmischfreund, also ich mag das auch mit diesen Drops nicht so gerne, weil dann hat man zu wenig angemischt, dann passt der Ton wieder nicht, also mag ich immer nicht so gerne, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann haben wir hier einen Pinsel in einem richtig, richtig schönen Design und das ist von Inuvette und von denen habe ich auch schon einen Pinsel. Ich habe von denen, wie gesagt, schon einen und das ist dieser hier. In so einem Einhorn-Design. Den habe ich mir aber bei ASOS bestellt, da bekommt man die eigentlich ganz gut. Und ich finde die von der Verarbeitung her richtig, richtig gut. Also wie gesagt, den mag ich sehr, sehr gerne. Auch mit dem habe ich heute hier außen meinen Lidschatten aufgetragen. Wie gesagt, mag ich sehr, sehr gerne. Lässt sich gut waschen und lässt
ist ein tolles Produkt einfach, also mag ich richtig, richtig gern. Ja, und ich denke, dass dieser hier genauso gut sein wird. Ja, und dann kommt jetzt nur noch ein Produkt hier raus und das ist sehr, sehr gut eingepackt in Knisterfolie. Auch nochmal zum Aufkleber Glossy Box. Und das mache ich jetzt mal schnell auf. Mögt ihr das eigentlich auch so gerne, diese Knisterfolie so knallen zu lassen? Also ich finde das total toll. Ich liebe es. Ja. Genau, aber kommen wir jetzt mal zu der Palette. Das ist die The Ultimate Chrome Collection Eyeshadow Palette von Catrice. Und die Farben sehen wunderschön aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier gut erkennen kann. So, ich bin jetzt einmal in diesen Ton und in diesen Ton gegangen. Das sieht hier so aus. Also wirklich eine krasse Pigmentierung, wie ich finde. Und ja, ich swatch mir die jetzt mal. Zeige es euch dann am besten. Ich swatch mir die jetzt mal hier hin. Ja. Also wirklich eine richtig schöne Pigmentierung und ich sehe gerade, ihr glaube ich könnt nicht so viel erkennen, also man sieht hier diese drei Töne, also es sind sehr, sehr schimmerige Töne, so als, ja, also so als einzelne Palette nur mit dieser Augen-Make-up zu schminken, würde ich jetzt nicht machen, also ich würde nur einzelne Töne rausnehmen und halt aufs bewegliche Lid auftragen. Aber an sich, von der Pigmentierung her, eine richtig, richtig schöne Palette. Und ich werde mir auf jeden Fall mal damit auch ein Augen-Make-up schminken. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich finde die Box alles in allem super gelungen. Also eine richtig, richtig tolle Dezember-Box. Also ich habe mich richtig gefreut über die Produkte, die hier in dieser Box drin sind. Und ja, wir haben heute, wenn ihr das Video gleich nach dem Upload seht, den 24. Dezember. Und deswegen möchte ich euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Und ich hoffe, ihr habt einen richtig schönen Tag, einen richtig schönen Abend. Und die nächsten zwei Tage lasst ihr es euch richtig, richtig gut gehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!